Fortuna in deinem Verein. Das neue Projekt von Fortuna Köln, diesmal adressiert an die Kölner Vereine. Beim ESV Olympia startete die Fortuna die neuen Vereinsaktionen mit Spielern Fortuna Panda Fred und dem Partner Phantasialand. Besucht der Drittligist Kölner Vereine für ein gemeinsames Training. Die Frage, was macht man denn da so? Wir waren hier vorne beim Elfmeterschießen, da hinten bei dem, eigentlich auch Elfmeterschießen. Ich habe ein Volley-Tor gemacht. Vorne beim Schießen. Ich habe ein Volley-Tor gemacht. Die Profis zum Anfassen, Tipps und Tricks direkt von den Fußballern abschauen, von den Spielern lernen, wie viel Arbeit eigentlich hinter dem Traum Profifußball steckt. Die Frage, wie gefällt euch die Aktion denn? Gut. Ja. Also ich bin total begeistert von Fortuna Köln. Ich hatte ja mit dem David im Vorfeld schon die Gespräche und er sagte, hey, wir sind der erste Verein, der jetzt im Grunde genommen mitmacht. Da sind wir natürlich gerne bereit, auch mitzumachen, um auch selber mal Eindrücke zu bekommen, näher an die Fortuna ranzuwachsen und dann auch halt dementsprechend mal im Südstadion aufzutauchen. Und ja, bisher, wenn man sich so umguckt, eine rundum gelungene Sache. 60 Kinder durften, 80 sind wir. Das spricht für Fortuna Köln, dass da schon ein großes Interesse ist. Fußballtraining also mal komplett anders erleben. Die Spieler als Trainer, die Kinder mit der Erfahrung Profifußball. Über die gemeinsame Aktion soll eine Verbindung geschaffen werden, gekrönt mit einem Besuch im Südstadion. Ganz nebenbei wecken die Vereinsaktionen das Interesse der Menschen an den Kölner Vereinen und schaffen Gehör für vereinstypische Probleme. Wir erhoffen uns einfach weiter bekannt zu werden durch die Vereinsaktion in Kombination mit der Fortuna, weil wir ganz dringend einen Kunstrasenplatz brauchen. Mittlerweile haben wir jetzt in den letzten 7 Monaten 45.000 Euro schon gesammelt an Spenden. Die Stadt Köln unterstützt uns da. 70.000 brauchen wir in Eigenmitteln, das heißt nur noch 25.000. Ja, und deswegen wollen wir halt durch die Fortuna mit Besuch der Heimspiele und solchen Aktionen einfach auf uns aufmerksam machen, dass jeder weiß, ja, hier ist ein Verein, der seit 2009 von 0 auf 250 Kinder in den Spielbetrieb gebracht hat. Der Abschluss, ein gemeinsamer Austausch. Bei einer Fragestunde können die Profis komplett gelöchert werden. Schließlich Autogramme und Plakate für den Nachwuchs. Die Frage aber, welche wichtige Erfahrung kann eine Vereinsaktion den Kindern bringen? Da bringen auf jeden Fall, dass auch Profis nur ganz normale Leute in Anführungsstrichen sind, die aber ja ihren Job als ihr Hobby als Job auch gewählt haben und natürlich auch ja, von der Disziplin, wie man trainiert und sich ein paar Tricks abzugucken. Und ich glaube auch schon, diese Nähe löst einfach auch ein paar Hemmschwellen, dass die Profis, die man im Fernsehen immer so sieht, einfach ganz weit weg sind. Und deswegen auch eine tolle Aktion der Fortuna, einfach die Nähe zu den Fans zu suchen. Gib mir ein E! E! Gib mir ein S! S! Gib mir ein V! V! ESV! Olympia! Man rückt mit den Kölner Vereinen also weiter zusammen, nicht nur bei den Heimspielen im Südstadion. Vielleicht ist die Fortuna auch bald in deinem Verein.